zusammen, ein neues Video von mir, und zwar soll es heute endlich um die Low Ruck Paletten gehen und um die Make-Up Revolution Iconic Pro Palette, beziehungsweise um die beiden Paletten, denn ich habe sowohl die Low Ruck Pro 1 und auch die Low Ruck Pro 2 hier. Genauso hatte ich euch ja gezeigt, dass ich mir diese beiden Paletten gekauft habe, nämlich die Iconic 1 und die Iconic 2 Palette. Und ich wollte die beiden für euch vergleichen und tatsächlich euch erzählen, wie ich die Paletten finde, ob es denn wirklich Dupe-Paletten sind, für welche ich mich letztendlich entscheiden würde. Ich muss ein bisschen ausholen, muss euch erstmal erzählen, dass ich ganz, ganz lange die Low Ruck Paletten haben wollte, weil ganz, ganz viele von diesen Paletten so geschwärmt haben und sie so toll finden und ich natürlich auch Videos gesehen habe, wo Looks geschminkt wurden, wo die Paletten vorgestellt wurden, und es ist nicht so einfach in Deutschland an diese Paletten ranzukommen und diese Paletten sind auch nicht ganz günstig. Also um die 40 Dollar kosten die, ich glaube 42 Dollar kosten die umgerechnet, also so 38, 39, 40 Euro, je nachdem, wo man sie eben kauft. Es gibt einen deutschen Online-Shop, der diese Paletten, glaube ich, für 70 Euro verkauft, eine, plus Versand, und das ist echt heftig. Ich wusste am Anfang dann nicht, nehme ich lieber die 1er-Palette oder die 2er-Palette, und hätte mich dann für beide entschieden. Ich dachte anfangs immer, dass mir die 1er-Palette, die originale, besser gefallen würde. Letztendlich muss ich sagen, dass mir die 2er-Palette besser gefällt. Dennoch hauen sie mich nicht um. Und ich möchte euch sagen, warum sie mich nicht umhauen. Und ich möchte euch auch sagen, warum ich froh bin, dass ich mir diese Paletten zugelegt habe. Fangen wir mal an, alleine die Verpackung. Also die liebe Jennifer, die liebe Skylove, hat mir ihre Low Ruck Paletten zur Verfügung gestellt, dass ich sie eben testen kann, vergleichen kann und eben auch dieses Video drehen kann. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Du bekommst sie natürlich wohlbehalten zurück. Das ist auf jeden Fall die originale Low Ruck Palette, die 1er. Und wie ihr vielleicht erkennen könnt, es ist eine gummierte Oberfläche, also nicht wirklich gummiert, aber so ein bisschen. Und ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber diese Palette sieht nicht so schön aus. Ist also sehr, sehr empfindlich einfach. Ansonsten ist das Ganze ein Papp, eine Pappverpackung, und ja, man kennt ja die Palette. Ich war erstmal sehr erstaunt, als ich sie zu Hause hatte, dass sie so schmal ist. Ich hatte sie mir anders vorgestellt. Man sieht sie ja immer nur in Videos und weiß dann nicht wirklich, wie groß diese Paletten in echt sind, sage ich mal. Ich zeige euch mal die Umverpackung von einer Zoeva-Palette daneben. Dann könnt ihr mal sehen, dass die relativ schmal ist doch. Und gut, das ist ja eigentlich auch vollkommen egal. Bei der Zweier-Palette ist die Verpackung ähnlich. Es ist eben auch so eine gummierte Umverpackung. Dadurch, dass die Palette grau ist, ist sie halt nicht ganz so empfindlich wie die schwarze. Kommen wir zu den Iconic Pro Paletten. Das ist eben diese Verpackung und das ist Plastik auf jeden Fall. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt diese Verpackung um einiges besser. Sie ist ebenfalls matt gehalten, aber nicht gummiert, und dadurch ist sie einfach sauberer. Also sie sieht auf jeden Fall schicker aus, finde ich. Und auch auf Dauer, denke ich, ist so eine Plastikverpackung auf jeden Fall besser. Was ich auch super finde, ist, dass Make-Up Revolution hier eben so eine matte Optik genommen hat. Die sind ja normalerweise so glänzend wie hier auf der Rückseite. Da sieht das Ganze dann natürlich nicht mehr so schön aus. Aber auf der Vorderseite sieht das Ganze eben doch sehr, sehr edel aus. Diese Paletten kosten 9 Euro circa. Bei Cosmetic for Less, und ich werde euch jetzt mal das Innenleben von der Low Ruck Pro 1 Palette zeigen. Das ist die Low Ruck Palette, und ja, ihr habt natürlich auf der Rückseite einen Spiegel, das habt ihr bei der Iconic Palette auch. Hier geht der Spiegel über die ganze Fläche des der Verpackung, hier eben nur so ein Teil. Gut, das ist jetzt natürlich im Prinzip egal. Ich zeige euch hier mal die Farben
Nachteil ist natürlich, dass man die nicht umklappen kann, die Palette, also den Spiegel. Ihr müsst das praktisch so halten. Und ich möchte euch die beiden Paletten jetzt mal im Vergleich zeigen. Und ich hoffe, dass man das gut sehen kann. Also auf dem ersten Blick wirklich ein 1:1 Dupe. Und kommen wir nun zu den Lidschatten an sich. Fange ich an mit Lorac. Die Lidschatten sind hammermäßig pigmentiert. Sie sind butterweich. Sie sind wirklich ganz toll von der Konsistenz. Allerdings hat dieses Butterweiche natürlich auch einen sehr, sehr großen Nachteil, nämlich dass sie doch bröseln und ziemlich viel Fallout unter dem Auge haben. Ihr habt die obere Reihe in matt und die untere Reihe in schimmernd. Das spielt bei diesen Lidschatten überhaupt keine Rolle. Sie sind wirklich alle super pigmentiert, alle super buttrig. Also von der Qualität der Lidschatten kann man sich streiten. Es gibt Leute, die lieben diese Konsistenz von Lidschatten, wenn sie wirklich so richtig butterweich sind. Es gibt Leute, die mögen das eben nicht, weil die Lidschatten krümeln. Das ist einfach so, man nimmt unglaublich viel Produkt ab, wenn man mit dem Pinsel reingeht. Also diese Lidschatten nutzen sich auch ab und auch sichtbar ab. Also wenn ihr da wirklich einmal so swatcht, dann habt ihr wirklich schon so ein kleines Löchlein, sage ich mal. Bei den Make-up Revolution Lidschatten ist es so, dass bei dieser Palette die Lidschatten nochmal überarbeitet wurden. Sie wurden nochmal besser gemacht als bei den älteren Modellen, sage ich jetzt mal. Also sie wurden überarbeitet, damit sie noch ein bisschen besser pigmentiert sind. Obwohl die Paletten schon gut pigmentiert sind, wurden die eben hier nochmal verbessert. Es gibt einen entscheidenden Unterschied bei diesen beiden Paletten. Und das sind die beiden schimmernden Töne hier unten. Das ist die Farbe Nude und Champagne aus der Lorac Palette. Diese beiden Lidschatten sind wirklich nicht gut pigmentiert. Die sind in dieser Make-up Revolution Palette. Die sind unglaublich fest gepresst und man hat Mühe, das Ganze aufs Auge zu kriegen. Man muss es wirklich schichten. Und bei der Lorac Palette ist es wirklich wie Butter. Das gleitet so auf das Auge. Das sind die einzigen Töne, wo ich sagen würde, die sind nicht so gelungen in dieser Palette. Wenn man sie geschichtet hat und aufs Auge gekriegt hat, sind es auch wunderschöne Farben. Und dann seht ihr auch wirklich keinen Unterschied. Rein farblich gesehen ist kein Unterschied zu sehen. Ich habe sie mir natürlich geswatcht, ich habe sie verglichen, ich habe ein Auge so geschminkt und das mehrere Tage hintereinander und man sieht auf dem Auge keinen Unterschied. Ich werde euch das jetzt mal anhand einiger Farben zeigen und zwar zum einen die Farbe Gold aus der Lorac Palette. Wenn ihr hier so reingeht, ist sie wirklich butterweich. Und ihr könnt auch sehen, wirklich sehr, sehr gut pigmentiert. Jetzt nehme ich den gleichen Farbton aus der Iconic Palette. Und auch hier könnt ihr sehen, sehr, sehr gut pigmentiert. Und das sind die beiden Farben. Ich kann es jetzt nicht erkennen, wie es in der Kamera rüberkommt. Natürlich ist die Farbe von Lorac etwas kräftiger pigmentiert, aber wenn ihr diese Lidschatten schichtet von der Iconic Palette, habt ihr wirklich keinen Unterschied. Also es ist nicht sichtbar, das ist die Farbe von Lorac, das ist die Farbe von Make-up Revolution. Auf dem Auge ist es wirklich nicht zu erkennen. Ich nehme jetzt nochmal die Farbe Garnet, das ist der rötliche Ton. Das Ganze auf dem Finger aus. Und ich nehme gleich danach von Make-up Revolution die Farbe. Und das sind die beiden Farben. Und hier muss ich ganz ehrlich sagen, das ist die Farbe von Lorac. Und das ist die Farbe von Make-up Revolution, die ein ganz kleines bisschen rötlicher ist. Von Lorac ist es ein ganz klein bisschen dezenter, ein bisschen bräunlicher.
und von Makeup Revolution ist ein ganz kleiner Anteil Rot mit mehr drin. Ich persönlich muss sagen, mir gefällt diese Farbe sogar besser. Aber das ist Geschmackssache. Auf dem Auge kein Unterschied sichtbar. Das Einzige, wo ich sagen würde, das ist ein kleiner Unterschied, ist die Farbe Pewter aus der Lorac-Palette. Weil das ist wirklich ein ganz, ganz toller Ton. Man traut sich hier auch gar nicht wirklich richtig doll zu drücken, weil die so weich sind, diese Lidschatten. Und bei Makeup Revolution könnt ihr wirklich gut reingehen. Das sind diese beiden Farben. Und da sieht man einen ganz kleinen Unterschied, finde ich. Also das ist Lorac, die untere Farbe, und die obere ist eben aus der Makeup Revolution Palette. Ist ein bisschen roséstichiger, dieser Ton hier von Makeup Revolution. Auch da muss ich sagen, die Farbe gefällt mir von Makeup Revolution tatsächlich besser als die von Lorac. Also wie gesagt, auf dem Auge sind die Farben so ähnlich, dass man wirklich nicht sieht. Und jemand, der das nicht weiß, dass man unterschiedliche Augen geschminkt hat, der wird überhaupt keinen Unterschied sehen. Das Einzige, was ich in der, wie gesagt, in dieser Palette schöner finde von den Farben, sind wirklich die beiden hellen Töne, weil die butterweich sind und mit einem Mal hat man gleich sehr, sehr viel Produkt drauf. Diese sind leider in dieser Palette hier von Makeup Revolution schlecht pigmentiert. Obwohl auf dem Finger auch nicht wirklich. Auf dem Finger geht es, aber ihr könnt sehen, es ist nicht besonders viel Farbabgabe da. Ich glaube, das kann man sehen. Ich nehme den anderen Ton auch nochmal daneben. Wenn man das swatcht, dann muss man wirklich ein paar Mal reingehen. Aber man kann, wie gesagt, das schichten und dann sind die Farben identisch. Also da ist kein Unterschied. Das ist wirklich nur die Konsistenz, die die Farben bei der Lorac-Palette ein bisschen schöner machen. Tatsächlich auch auf dem Auge. Zeige ich euch noch kurz zum Vergleich. Ich mache mir mal eben die Hand sauber. Dann möchte ich euch nämlich auch mal die Mattentöne im Vergleich zeigen. Denn ich finde, dass Makeup Revolution ganz, ganz tolle matte Lidschatten macht. Die sind wirklich sehr, sehr gut pigmentiert. Oftmals hat man das bei matten Tönen, dass die Lidschatten ein bisschen fleckig werden auf dem Auge oder sehr hart auch gepresst sind. Also scheinbar haben manche Firmen Probleme mit matten Lidschatten. Und zwar nehmen wir hier doch einfach mal die Farbe Mauve, die ich auch ganz, ganz toll finde übrigens. Das ist eine wunderschöne Farbe für die Lidfalte. Auch da gehe ich hier rein und auch hier sind die wirklich ganz, ganz zart und butterweich. Und jetzt nehme ich die Farbe aus der anderen Palette. Und hier kann man, glaube ich, ganz gut sehen, das ist Lorac, das ist Makeup Revolution, dass hier die Pigmentierung, die Farbabgabe tatsächlich sogar ein bisschen kräftiger ist bei der Makeup Revolution Palette. Auf dem Auge, wie gesagt, kein Unterschied. Hier ist der Ton von Lorac einen ganz kleinen Tuck heller, was ich sehr, sehr interessant finde. Wir nehmen jetzt mal die Farbe Espresso aus der Palette, das ist das Dunkelbraun. Hier super weich, unglaublich pigmentiert von Lorac. Also wirklich krass, 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 sage ich dazu nur. Aus der Makeup Revolution Palette bekommt ihr auch da gut was ab. Allerdings, diesen Ton muss man schichten. Der ist also zwar auch sehr weich von der Konsistenz, aber der ist nicht ganz so pigmentiert. Das kann man hier sehr, sehr gut sehen. Also das ist der Lorac-Ton und das ist der Ton aus der Makeup Revolution Palette. Ich gebe noch mal ein bisschen drüber, weil ihr könnt diesen Ton wirklich so schichten, bis ihr diesen Farbton habt. Also der ist schon aus der Makeup Revolution Palette unglaublich gut pigmentiert. Auch wirklich sehr, sehr weich. Aber im Vergleich zur Lorac-Palette ist das natürlich, ja, das geht wie Butter. Aber da habt ihr, wie gesagt, auch extrem viel Fallout, was ihr bei der Makeup Revolution Palette nicht habt. Also generell bin ich sowieso jemand, ich klopfe meine Pinsel immer ab, bevor ich das Ganze aufs Auge gebe.
Aber die Lorac-Palette neigt tatsächlich mehr dazu, zu krümeln, als die Make-up Revolution-Palette. Ich möchte euch noch mal ganz kurz aus der unteren Reihe die Farbe Deep Purple zeigen. Das ist dieser Ton hier, dieser ganz dunkel Violetto. Man traut sich hier gar nicht reinzugehen, weil ich möchte ihr natürlich die Palette auch nicht kaputt machen, weil die Lidschatten so, so weich und cremig sind fast. Und jetzt schaut euch mal diesen Ton hier an. Ich erkenne nicht wirklich Violett, also das ist fast schon ein Schwarz-Violett. Das ist, wie gesagt, aus der Lorac-Palette. Das ist aus der Make-up Revolution-Palette. Und ich bin jetzt auch nur einmal reingegangen und ihr könnt sehen, kein Unterschied. Es ist wirklich kein Unterschied, wenn ich da jetzt nochmal rübergehe. Ist sogar der von Make-up Revolution, erkenne ich mehr Violett als in dem von Lorac. Also, wie gesagt, auf dem Auge kein Unterschied zu sehen. Es ist wirklich, wirklich unglaublich. Und um die Frage eben vorwegzunehmen, ist es eine Dupe-Palette? Es ist auf jeden Fall eine Dupe-Palette. Und ich denke, da hat Make-up Revolution wirklich einen super Job gemacht, weil das ist unglaublich. Für nicht mal 9 Euro bekommt ihr so tolle Lidschatten in einer so guten Verarbeitung. Wie gesagt, dass diese zwei Töne hier ein bisschen fester gepresst sind, damit kann ich leben. Ganz ehrlich, bei diesem Preisunterschied ist das unglaublich. Was ich aber zu der Palette allgemein sagen muss, egal ob jetzt von Make-up Revolution oder von Lorac, ich finde die Farben für mich nicht so toll. Ich mag die Palette gar nicht so gerne, muss ich sagen. Ich finde tatsächlich von der 1er oder 2er, ich finde die 2er schöner. Das habe ich aber erst im Nachhinein halt für mich rausgefunden. Da komme ich ja gleich zu, die werde ich euch eben auch nochmal zeigen. Aber egal welche Palette ich benutzt habe, egal ob ich die 1er oder die 2er benutzt habe, ich musste immer noch irgendwas anderes dazu nehmen, weil mir immer irgendwas gefehlt hat in der Palette. Ich finde, aus der Lorac Palette oder aus der Make-up Revolution Palette, spielt ja jetzt keine Rolle. Von den Farben her finde ich wirklich am schönsten in dieser Palette die Farbe Mauve. Das ist eben dieser schöne Verblendeton. Ich finde Light Pink ganz hübsch, weil es ein schöner Roséton ist. Ansonsten, ja, Cream, die Farbe kann man natürlich super nehmen, um unter der Augenbraue zu highlighten. Und White, um im Innenwinkel so ein bisschen zu highlighten. Ansonsten sind das jetzt hier nicht die Töne, zu denen ich täglich greifen würde und auch nicht diese dunklen Töne. Es ist einfach nicht meine Palette. Von daher bin ich tatsächlich super glücklich darüber, dass ich mir nicht die Originalpaletten gekauft habe. Weil ich weiß, ich würde die Paletten nicht häufig benutzen. Zur zweiten Palette, die mir tatsächlich besser gefällt von den Farben. Da gilt das Gleiche. Die Lidschatten sind unglaublich gut pigmentiert, unglaublich buttrig, krümeln auch. Ja, und auch hier werde ich euch ein paar Lidschatten auf jeden Fall zeigen. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Also auch das ein 1:1 Dupe. Fange ich mal an mit der oberen Reihe, und zwar gehe ich mal zur Farbe Nektar. Ich finde, das ist einer der schönsten Töne aus der Palette. Ein wunderschöner Aprikoton, mit dem man eben super in der Lidfalte verblenden kann. Auch hier wieder das gleiche Spiel. Also die Lidschatten sind so weich, so buttrig, unglaublich. Und ich nehme den Ton aus der Make-up Revolution Palette. Das ist aus der Lorac Palette, das aus der Make-up Revolution Palette. Man hat das Gefühl, so wenn man das einmal aufträgt, ich nehme noch mal ein bisschen von der Make-up Revolution Palette und schichte das noch mal ein bisschen, dass der vielleicht ein ganz, ganz klein bisschen rötlicher ist, aber ganz, ganz gering. Auf dem Auge, wie gesagt, erkennt man keinen Unterschied, wenn man das verblendet. Ich möchte euch das an der Farbe Navy, an diesem Blau, mal näher zeigen. Also das, hier traut man sich auch gar nicht reinzugehen, weil der Lidschatten wirklich so weich ist. Ist unglaublich.
wirklich unglaublich. Jetzt gehe ich wieder in die Make-up Revolution Palette. Und auch hier ist der Ton sehr, sehr gut pigmentiert. Aber ich muss ihn schichten. Für mich ist das aber kein Problem. Ihr könnt sehen. Ich glaube, bei der Farbe kann man es ganz gut sehen. Von Make-up Revolution, der Blauton ist etwas rauchiger. Da muss man wirklich ein paar Mal drüber gehen, um diese Intensität zu erreichen. Auch dieser Lidschatten ist wirklich sehr, sehr gut pigmentiert und krümelt halt nicht so doll. Ich hoffe, ihr könnt einfach den Unterschied der Qualität der Lidschatten sehen. Also die von Make-up Revolution sind wirklich schon sehr, sehr gut pigmentiert, sehr kräftig pigmentiert. Also das sind schon qualitativ gute Lidschatten wirklich. Ich werde jetzt mal in die untere Reihe gehen. Und zwar nehme ich die Farbe Rosé oder Rose aus der Lorac Palette. Oben Make-up Revolution, unten Lorac. Ich zeige euch jetzt nochmal die Farbe Chrom aus der Lorac Palette, weil das ist die einzige in dieser Palette, die ein bisschen anders ist. Das ist nämlich dieser Ton hier. Der ist wirklich sehr, sehr schön, der Ton. Unten Lorac, oben Make-up Revolution. Die sind auch ein ganz klein bisschen unterschiedlich. Es ist genau wie bei dem anderen Ton vorhin. Ich finde, der von Make-up Revolution, der glitzert, also, nee, was heißt glitzert? Der schimmert ein bisschen stärker. Der sieht jetzt hier so ein bisschen heller aus, dadurch, dass er ein bisschen mehr schimmert. Also der hat wirklich ein bisschen mehr, wenn ich so von oben gucke, sieht es aus, als ob der von Make-up Revolution einen Tuck mehr Silber drin hat. Ich werde euch das jetzt nochmal anhand der Farbe Silver aus der Lorac Palette, das ist der silberne Ton, und ich nehme auch gleich die Farbe Jade oder Jade daneben, der grünliche Ton. So. Hier haben wir die Farbe Silver und ja, sind beide Silbertöne, sie sind beide gut pigmentiert. Ich würde sagen, dass die beiden sich etwas unterscheiden von der Helligkeit. Der von Lorac, der untere, ist ein bisschen dunkler, ein bisschen dreckiger als der von Make-up Revolution. Der ist ein bisschen heller. Es sind beides Silbertöne. Auch da kann ich nur sagen, auf dem Auge ist kein Unterschied erkennbar. Bei der Farbe Jade oder Jade ist es so, könnt ihr ja auch sehen, der Ton von der Lorac Palette, der untere, der ist etwas dunkler. Und der von der Make-up Revolution Palette ist etwas heller und dadurch etwas goldiger. Aber auch den könnt ihr zu diesem Ton schichten. Unterscheidet sich ein bisschen dadurch, dass der von Make-up Revolution tatsächlich etwas goldiger ist. Also ein bisschen khaki-farbener als der von Lorac. Mein Fazit dazu ist, sind die Make-up Revolution Paletten Dupe-Paletten, würde ich sagen, auf jeden Fall. Es ist eine gute, günstige Alternative zu den Lorac-Paletten. Ich möchte sogar sagen, also für mich ist es wirklich so, dass ich die Lorac-Paletten unglaublich dreckig finde. Also ich finde, die Verpackung ist einfach nicht gut gelöst für diese Art von weichen Lidschatten. Ihr könnt es vielleicht hier auch sehen, hier ist alles so verkrümelt, sind überall Krümel drauf. Man hat wirklich Mühe, diese Lidschattenpaletten schön sauber zu halten. Das habt ihr eben bei den Make-up Revolution Paletten nicht. Die sind super einfach zum Sauberhalten und mir gefällt das auf jeden Fall besser, muss ich ganz ehrlich sagen. Ihr habt hier dieses schlichte Design, das könnt ihr einfach, mein Gott, das wischt man ab und schon ist es sauber. Das könnt ihr bei der Lorac Palette nicht machen. Also ich finde auf jeden Fall die Verpackung um einiges gelungener hier. Ich finde es auch tatsächlich besser, dass ihr hier nicht so die Möglichkeit habt, die ganze Palette einzusauen. Zumal die Lidschatten auch nicht so krümeln, so stark. Sie sind trotzdem sehr, sehr gut pigmentiert und ich kann nur sagen, ich bin auf jeden Fall ein Fan der Make-up Revolution Palette. Ich muss es wirklich sagen, ich bin froh, dass ich mir die Lorac Paletten nicht gekauft habe. Mir gefallen die Lidschatten tatsächlich von der
Konsistenz besser. Ich weiß, das ist Geschmackssache. Das ist wirklich Geschmackssache. Es gibt Leute, die mögen diese super weich, buttrige Konsistenz lieber. Ich mag auch weiche Konsistenzen. Ich mag auch buttrige Konsistenzen. Aber im Vergleich, wenn ich überlege, was diese kostet und was diese kostet, muss ich nicht lange überlegen und tendiere auf jeden Fall mehr zu diesen Paletten. Dann komme ich mal zu den Paletten an sich. Für mich sind beide Lorac Paletten, egal ob jetzt von Makeup Revolution oder von Lorac, für mich sind beide Paletten nicht Paletten, die ich jeden Tag benutzen kann, die ich jeden Tag benutzen will. Es sind einfach in beiden Paletten nicht wirklich meine Farben drin. Ja, ich weiß nicht. Sind das einfach nicht meine Farben? Wie soll ich das beschreiben? Wenn ich mir eine Lorac Palette kaufen würde, dann wäre es so eine wie die große. Ich glaube, die heißt Mega Pro Palette. Das wäre eine Palette, wo ich tatsächlich, wenn ich irgendwann mal die Möglichkeit haben würde oder irgendjemand möchte die verkaufen, die große Lorac Palette, kann er sich sehr, sehr gerne bei mir melden. Weil da ganz, ganz viele Töne drin sind, die ich einfach mehr tragen würde. Also da sind ja ganz viele rötliche Töne drin, so Cranberry-Töne. Und das sind einfach so mehr Töne, die für mich sprechen. Oder da ist ja auch mal ein schönes Türkis drin oder irgendwie farbigere Sachen einfach. Das gefällt mir persönlich besser. Ich muss ehrlich sagen, weil ganz ehrlich, aus der Lorac Zweier-Palette finde ich die Farbe Nektar super, super schön. Die Farbe Rosé oder Rose ist wunderschön, die Farbe Chrom ist schön und dieses Grün ist auch sehr schön, aber ganz im Ernst, ich bin niemand, der so eine Farbe wie Plum oder Navy benutzt, also oben dieses Violett oder das Blau, das sind für mich Farben, zu denen ich niemals greifen würde. Alles andere in der Palette, wie Snow, Beige, Buff, Light Brown, Cool Grey oder auch dieser Schwarzton, dieser Dunkelgrauton, das sind alles Farben, die ich in anderen Paletten auch schon habe. Also dafür müsste ich mir jetzt nicht die Lorac Palette kaufen. Und das sind auch Farben, zu denen ich generell nicht so oft greife. Es sind einfach nicht meine Farben. Von daher bin ich super, super froh, dass mir die liebe Jennifer tatsächlich ihre Lorac Paletten geschickt hat, dass ich das testen konnte, dass ich die ausprobieren konnte und mir auch wirklich eine Meinung darüber bilden konnte. Und ich bin super glücklich, dass ich mir diese hier gekauft habe. Die reichen mir vollkommen aus für die Häufigkeit, wo ich diese Paletten benutzen werde. Ganz im Ernst. Also hätte ich die Lorac Paletten mir wirklich gekauft, wüsste ich, die würden bei mir liegen. Und das ist ja nicht Sinn der Sache, nicht bei einem so teuren Produkt. Trotz alledem kann ich es verstehen, dass es Leute gibt, die sagen, wow, die Lorac Paletten sind hammermäßig super. Wenn das eure Farben sind, sind das wirklich qualitativ hochwertige Lidschatten. Ich hoffe, das hat euch so gereicht, dieses Video. Ich hoffe, es war sehr, sehr interessant für euch. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass ich nicht jeden einzelnen Lidschatten jetzt geswatcht habe, aber die Unterschiede sind wirklich so gering. Die Lorac Lidschatten sind um einiges weicher, pudriger und sehr, sehr gut pigmentiert. Die Makeup Revolution Paletten sind auch sehr, sehr gut pigmentiert, sind nicht ganz so weich, dadurch krümeln sie aber auch nicht so doll. Das sind halt so kleine, feine Unterschiede. Ich denke aber, dass die Unterschiede so gering sind, dass man nicht das Original kaufen muss. Habt einen wunderschönen Tag, macht's gut. Tschüss!